So, weiter geht's mit FIFA und dem Spiel gegen die Regensburger. In der letzten Folge leider das bittere, aber nicht ganz unverdiente Pokal aus in Frankfurt. Ja, Frankfurt war schon irgendwo die stärkere Mannschaft. Wir hatten natürlich nochmal die eine oder Chance, also zwei große Chancen. Hatten wir wirklich schnell den Schuss in der 91. Minute und halt die Ecke, aber nicht die Ecke, den Schuss von Rossun, der da wo richtig knapp am Tor vorbeiging. Aber wie gesagt, man muss sagen, die Frankfurter waren die stärkere Mannschaft. Sie hatten durchaus größere Chancen. Und ja, kurz nach der Einwechslung des Stürmers, ihres neuen Stürmers, dann halt sein Tor zum 1-0 nach 65 Minuten. Und dann war das Thema gegessen. Wirklich rein kam man nicht mehr. Aber okay, dann geht es jetzt einfach, wie gesagt, weiter mit dem in der Liga. Und das heißt nur noch Liga. Im Moment, weil, ja doch, Europa League hätten wir noch, ja, stimmt. Da sind wir ja in der nächsten Runde. Ich weiß gar nicht, wie wir da, auf wen wir da treffen. So, trainieren wir das ganze Ding hier noch eben schnell. Ja, wie gesagt, heute gegen den Tabellen 18. das Ligaspiel gegen Jan Regensburg. Ich glaube, in Regensburg. Was aber gerade, ich glaube, das eigentliche Spiel haben wir 3-0 gewonnen oder so. So, nehmen wir die 19.000 Punkte mal mit. Wo sind Dritter? Machen wir hin. Naja, egal. Weiter geht's. Er wird in diesem Spiel einer der interessantesten Spieler sein. Denn er wird die Karriere beenden und steht in der Startelf. Gleich kann's losgehen. Live bei EA Sports. Winterfußball erleben wir heute, liebe Zuschauer. Ganz in Weiß präsentiert sich dieses Stadion. Wolf Fuß und Franco Spaß begleiten sich am Mikrofon durch dieses Spiel. Und auf dem Programm steht heute ein Spiel aus der zweiten Bundesliga. Jan Regensburg gegen Schalke 04. Wichtige Ligapartie für beide Seiten, Wolf. Beide wollen heute überzeugen, wollen Bestleistung abrufen. Und dann gucken wir mal, wer das auf dem Rasen besser umsetzen kann. Vor dem Spiel stand er im Mittelpunkt der Diskussion, weil er aufs Karriereende zugeht. Hat er ja jetzt bestätigt, am Ende dieser Saison geht er in Rente. Ja, das war es dann mit dieser tollen Karriere, Wolf. Er hat viel erreicht, hat uns immer wieder begeistert. Und auf den Manager kommt jetzt eine Aufgabe zu. So einen Spieler, den findest du nicht so einfach nochmal. Ja, schauen wir mal, wie es heute jetzt wird. Den Schock, wie gesagt, was heißt den Schock? Aber das Pokal aus müssen wir auf jeden Fall erstmal verdauen. Und das heißt, wie gesagt, komplett jetzt auf Liga konzentrieren. Und weitermachen. Hier ist die Aufstellung. So spielt die Heimmannschaft heute. Zwei Stürmer vorne, dahinter zwei Viererketten. Klassisches 4-4-2, würde ich sagen. Ganz genau, mal schauen, wie sie damit heute zurechtkommen. Hier sehen wir die heutige Aufstellung von Schalke 04. Sie spielen es heute im 4-5-1. Das ist richtig. Ein wirklich massives Mittelfeld. Aber es ist klar, genau von hier muss dann die Unterstützung nach vorne kommen. Da müssen sie nachrücken. So, probieren wir es. Gegen und jetzt den SSV. Ja, Regensburg. Wir wollen natürlich, wie gesagt, aufsteigen. Das ist das große Ziel. Die Gastgeber lassen den Gegner gerne. Jetzt haben wir nur noch zwei Wettbewerbe. Also Triple werden wir nicht holen diese Saison mit Pokal. Setzen Sie diese
das ist klar, aber jetzt müssen wir erstmal. Heute heißt es Regensburg, in Regensburg bestehen. Und dann gucken wir mal. Ballverlust. Ja, der Rose, der aber nicht reinkommt und das gibt Einwurf. Ja. Vorne jetzt die blöder Ballenburg. Fehler da vorne hinten drin. Jetzt ist er vorbei, schlecht verteidigt. Kommt jetzt die Flanke und das ist der Ballverlust. Gefährliche Szene. Das ist die Riesenchance für den SSV, für den Tabellenletzten hier in Führung zu gehen. Wenn du da unten drin stehst, musst du die Situation natürlich auch nutzen, um dann einfach mal ein Tor zu machen. Ja, wie gesagt, ich bin immer noch davon überzeugt, dass das in Frankfurt kein Freistoß war, sondern ein Elfmeter war. Weil dann wäre es vielleicht ein bisschen anders, hätten wir vielleicht sogar noch die Chance gehabt, aber dann müssen wir jetzt abhacken. Und es gibt nur einen Wurf, doch nur den einen Wurf. Keine Ecke, okay. Einfach mal den Keeper überraschen, mal versuchen. Er hechtet dahin, lässt nichts anbrennen. Vielleicht habe ich mal so einen Torhüter mal auch auf dem falschen Fuß. Und die Chance. Und der nächste. Die nächste Großchance für uns. Und da ist es das 1-0. Mit der dritten Situation dann das 1-0. Mustafi, glaube ich, oder? War es Mustafi? Ja. Bis der Treffer fällt. Score dann Mustafi 1-0 für uns. Und dann trifft er die Kugel wunderbar mit dem Kopf. Das ist technisch vor allem sehr gut gemacht. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Ja, auf dem Spielfeldrand große Freude über diesen Führungstreffer. Sein zweites Saisontor. Mustafi. Jetzt also die Führung für Schalke. Tor für Schalke 04. Die Nummer 30. Stoda Mustafi. So. Kommt nicht. Doch, kommt jetzt. Und jetzt der Ball auf Kubilanski. Der hat eine riesen Chance mit dem Doppelschlag. 2-0. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus. Und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. 2-0 direkt der Doppelpack, also Doppelschlag. Hier sehen wir nochmal, wie dieses Tor entstanden ist. Erst der Steilpass, da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Schön oben ins in den Knick. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Da kann er gar nichts machen, der Keeper. Ja, fast zum Winkel. Aber egal, ob so das Ding ist irgendwo doch noch reingegangen. Tor Nummer 19. Nimm doch die Riesenchance, die er vergeben hat. Und jetzt auf einmal das 2-0 hinterher. Das heißt Riesenchance. Er hat ja das Ding aus dem spitzen Winkel. Also, 21. Minute, 2-0. In der Liga weiterhin die Hausaufgaben zu machen und dann in weiter zu und dann hochzugehen. Richter. Ah, vielleicht jetzt nochmal. Flanke an den kurzen Pfosten. Und da verhindert der Keeper sogar noch das dritte Tor hintereinander. Gute Balleroberung. Was machen Sie draus? Buschelab! Was das Tor mit diesem Haber? Es fehlt wirklich nicht viel und er hätte jubeln können. So, die Teams sind auf dem Platz. Noch ein paar Worte zum Wetter, bevor es losgeht, Buschi. Ja, was soll man da groß sagen? Nicht, na, sagen wir mal, die besten Bedingungen. Aber solange der Schneefall nicht stärker wird, dürfte es keine allzu großen Probleme geben. Kubilanski. Ja, schönes Ding, Richter. Das gibt Vorteil, aber es wird keine gelbe Karte geben. So viel dramatisch war es nämlich nicht. Und wieder Kubilanski, der das Ding aber nicht macht. 31. Minute. Moritz. Benedikt Gimba.
Keine Aktion, schlecht verteidigt. Und der Ball für. Ja, der blöde Stellungsfehler da hinten in der Verteidigung. Und dann steht es noch 1 zu 2. 34. Immer wieder diese Scheißstellungsfehler da hinten drin in der Defensive. Wir schauen nochmal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch. Und hier sehen wir, nicht in den Zweikampf gekommen. Die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf am Ende hatte auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Jo, und damit jetzt nur noch 1 zu 2, 5. Saisontor. 2 zu 1, eine enge Kiste. Die Nummer 19, Andreas Albers. Amate. Schalke macht Druck. Ja, muss abbrechen, genau. Kobylanski. Kobylanski jetzt vielleicht normal die Flanke, aber die hat der Torhüter locker. Benedikt Gimba. Weiter geht's. Also jetzt muss man konzentriert bleiben, um nicht hier irgendwie noch das Ding zu aus der Hand zu verlieren. Oder aus der Hand zu geben. So langsam wird's. Das ist jetzt seine Chance. Und wieder so ein blöder Fehler, Pfosten. Uiuiuiui, da hätten fast die Ringsburger sogar noch das Ausgleichstor vor der Pause reingehauen. Terodde. Balleroberung, ja, da sieht man ja, wirklich dieses Spielverständnis. Die Nachspielzeit wird da angezeigt, eine Minute gibt es da oben drauf. Ja, letzte Minute der ersten Halbzeit. Moritz. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Ja. Da passt er auf, Ball geklärt. Und dann steht's. Knappe Führung. Es hat Zeit. 1 zu 2. 2 zu 1 und damit ist für die zweite Hälfte im Grunde alles offen. Zur Halbzeit können wir festhalten. Enge Kiste. Was sagt die Statistik? Ähnlich viel Ballbesitz, aber die Torchancen, die waren doch ungleich verteilt. Aber gut, wenn du die Möglichkeiten nutzt, dann bleibt es weiter spannend. Richtig. So, gucken wir mal, wie es weitergeht mit der zweiten Halbzeit. Das Spiel ist mir gefühlt enger, als es letztendlich aussieht, aber Tore zählen nun mal im Fußball und damit sind es 3 gefallen, 2 für uns, 1 für den Gegner und damit steht es 1 zu 2 und damit müssen wir jetzt einfach gucken, dass wir hier vielleicht sogar noch in der zweiten Halbzeit die Entscheidung rauskriegen oder vielleicht mal noch ein Tor machen oder 2 vielleicht auch noch. Ball ist jetzt wieder weg. Super gelöst, aber der Ballverlust erstmal. Da wieder in der Vorwärtsbewegung. Wieder. Ja, Regensburg ist dran. Die wollen, die wissen, wann man hier geht, was. Und das ist halt das Problem an der Sache. Schöner Ball auf Kobylanski. Da muss aber einer mal reingehen in den Sturm. Toller Pass. Chance lebt noch. Und? Nein. Ganz stark gemacht. Gut gelöst da auf der Linie. In Österlund gerettet da eben. Sie kratzen den Ball doch noch von der Linie. Wieder Kotschab. Ballverlust. Er geht nach Leverkusen. Läuft also künftig für Vera, die okay. Auf. Ich glaube, die können ihr Glück kaum fassen. Es ist nicht alltäglich, dass du so einen Mann für den Preis bekommst. Schönes Ding. Aber ja. Kolasinac. Kolasinac. Was für eine Aktion. So, gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat. Jetzt will er mit dem Wechsel nochmal neue Akzente setzen. Ach Mann, anstatt dass der Mario einfach mal durchgehen. Wäre ja, vielleicht die bessere Variante gewesen, aber. Jetzt vielleicht der Konter. Na, gefährlich. Das ist jetzt gerade ein bisschen schwierig, aber gut gelöst, die Situation aber ohne. So hat sie der Torwart. Hirose. Hirose. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Gut gemacht da auf den Hirose, der da versucht. Die Gelegenheit für die Flanke. Der geht nicht rein. So, ich muss jetzt mal durchwechseln. Das ist jetzt gerade ein bisschen zu. Na.
Das gefällt mir gerade überhaupt nicht da außen. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Butchelab will jetzt da mal den Verteidiger. Ich steht halt nur 1-2, ne? Nicht gut vom Verteidiger. Keine Gefahr. Er steht halt nur 1-2. Es ist noch nicht. Sie liegen zurück und wenn Sie daran noch was ändern wollen, dann müssen Sie sich einfach mehr Chancen erarbeiten. Ja. Sie kommen nicht gefährlich genug vor das Tor. Richtig. Latza. Kubilanski. Terodde. Ah, Terodde, der kommt aber auch nicht rein ins Spiel. Hat sein Tor bisher auch. Ich weiß gar nicht, ob er ein Tor gemacht hat heute. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Terodde, da ist er vielleicht mal und das ist das. Da ist halt noch der Keeper im Weg. Sie bekommen hier noch eine Ecke. So, jetzt wechseln wir eben durch, weil wir müssen unbedingt mal noch was bringen. So, Ecke kommt. Mustafi! Der hat schon ein Tor gemacht, hat das 2-0 gemacht. Wenn sie so zumacht, dann kommt da nichts mehr rum. Ganz klar, das haben sie gut verteidigt, da war kaum mehr rauszuholen. Ja, jetzt wechseln wir dreimal, wie gesagt, dreifach wechseln bei uns auch. Und jetzt sind noch 8 Minuten zu spielen. Moritz. Ball ist wieder weg. Ballbesitz ist weg, jetzt müssen sie dranbleiben. Ja, Tommy. Ist das hier durchgehen. Geht durch und macht das 3-1. Und da macht er gleich sein Joker-Tor. Klasse, wie er sofort da ist. So, nochmal die Wiederholung. Die Szene wird... Der Trainer, der die Lücke ist aber mal da und dann kann er da auch ohne Probleme durchlaufen. Ganz, ganz schnell und der Treffer fällt. Das darfst du dir nicht erlauben. Hm. Ja, da haben sie nicht aufgepasst, die Regensburger, und auf einmal liegt das Ding hier drin. Ja, er kann wirklich hochzufrieden sein, hat seine Mannschaft richtig gut eingestellt. Tor Nummer 4 für ihn. Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. Schalke 04. Die Nummer 8, Erik Tommy. Ah, geh doch mal davor. Da machen wir es über Richter, über die Außenseite, über rechts. Könnte jetzt was werden. Ah, Ecke, nochmal. Da kommt die Ecke. Und das war's. Das war nochmal die Riesenchance, sogar auf 1-4 zu stellen, aber am Ende ist es dann das 3-1. Und wir holen uns zumindest mal noch einen Sieg. Naja, Aufgabe gelöst, das ist das Allerwichtigste. Doppelschlag, noch gut 20 Minuten zum 2-0, dann das 2-1 und auf einmal kann man dann nochmal mitzittern. So, na gut. Aufgabe, wie gesagt, gelöst, verdient gewonnen. Das ist einfach die Hauptsache. 3 Punkte und mehr ist auch in Ordnung. Oder mehr ist noch nicht passiert. Es ist in Ordnung. Wir haben jetzt 15 Punkte Vorsprung. Und wir haben das nächste Spiel. Und das heißt Arminia Bielefeld. Und das sehen wir uns dann in der nächsten Folge an.